Grüß Gott, herzlich willkommen bei Katholisch 1 TV und das sind heute unsere Themen. Auf geht's zur Fahrzeugsegnung gleich zum Beginn der Reisewelle im August. Packmas, einpacken, losfliegen und sich freuen auf den Weltjugendtag 2023 in Lissabon. Und weiter geht's mit einer neuen Folge Herr Braun sucht den Glauben, diesmal über Gott und die Physik. Sommerzeit ist Reisezeit. In der katholischen und in der orthodoxen Kirche ist der Patron der Reisenden, Sie wissen es, der heilige Christophorus. Seinen Gedenktag feiern wir immer am 24. Juli. In vielen Pfarreien gibt es deshalb rund um den Christophorustag Fahrzeugsegnungen vor oder nach den Gottesdiensten. Eine davon fand dieser Tage in Bad Oberdorf statt. Von Gefährt zu Gefährt läuft Pfarrer Martin Finkel mit seinen Ministrantinnen bei der Fahrzeugsegnung am Sonntagabend in Bad Oberdorf. Egal ob Auto, Roller oder Fahrrad, jedes Fahrzeug samt Besitzer soll den Segen Gottes erhalten. Eine Tradition, die über die Jahrhunderte entstanden ist. Das ist mir halt wichtig, um den Christophorustag herum, dass wir so eine Fahrzeugsegnung haben. Die Autos waren immer beim TÜV. Oft auch beim Check, aber waren sie auch bei der Segnung, was ja mit das Entscheidende ist. Dann haben die Gläubigen hier einfach eine Chance in Bad Hindelang und Umgebung, dass sie Auto und sich selber segnen lassen können, bevor sie dann irgendwo in Urlaub düsen. Beim vorausgegangenen Gottesdienst beteten die Gläubigen für eine stets unfallfreie Fahrt. Pfarrer Martin Finkel erzählte in seiner Predigt vom Leben und Wirken des heiligen Christophorus, der als Patron der Reisenden besonderen Schutz bringen soll. Ja gut, der Christopher ist ja bekannt wie ein bunter Hund, muss man sagen, denn jeder kennt ihn von den vielen Darstellungen in den Kirchen. Auch im Augsburger Dom ist ein riesiges Bild, ein Fresko vom Christophorus. Und er ist der Heilige, der uns begleitet, sobald wir uns auf den Weg machen. Wir sind eine mobile Gesellschaft, die ständig unterwegs ist, von Auto, Fahrrad und was weiß ich alles bis zum E-Bike, ist gar kein Thema. Und er ist der, der die Reisenden begleitet. Das war ja seine Aufgabe zu Lebzeiten, also noch Reprobus hieß, wie die Geschichte sagt, dass er dann Christus begegnet ist und dann hat er Christus getragen durch den Fluss und hat seine Aufgabe darin erkannt, andere Menschen auch über den Fluss zu tragen. Seinen geänderten Namen erhielt Christophorus durch die Ableitung von Christusträger. Der Heilige gilt als überzeugter Fürsprecher Jesu. Der Christophorus hat gesagt, wenn ich einem diene, dann nur dem Größten. Also nicht zu irgendeinem dahergelaufenen Nichtskönner, sondern wenn, dann diene ich nur dem Größten von allen. Und dann hat er erkannt, der Größte von allen ist der, vor dem eigentlich alle anderen zurückgehen. Und er wollte ja zuerst dem Teufel dienen, sagt die Legende. Und dann war er eine Weile beim Teufel dabei und dann war der Teufel mal unterwegs, hat ein Kreuz gesehen und dann ist er am Kreuz vorbei. Er wollte den Christus am Kreuz nicht sehen. Und Reprobus hat sich gefragt, Mensch, der Teufel, der von ihm hat Angst hat, warum weicht er dem Kreuz aus? Aha, also der am Kreuz muss größer, wichtiger, bedeutender sein. Dann gehe ich doch zu dem am Kreuz, dann gehe ich zu dem Christus und mache das. Und so ranken sich bis zum heutigen Tag zahlreiche Legenden um den beliebten Heiligen. Die durch ihn entstandene Tradition der Fahrzeugsegnung ist vielen Gläubigen ein echtes Herzensanliegen. Ja, dass man das Segen hat für zum Fahrer, fürs Auto und für sich selber auch. Der Segen von oben ist immer wichtig. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich solche Gelegenheiten nutze, um mein Fahrzeug segnen zu lassen, damit ich unfallfrei und gut über die Runden komme. Ich fahre das ganze Jahr mit dem Fahrrad. Ich war gestern oben am Hirschberg oben mit dem Fahrrad und ich danke meinem Schutzengel, dass ich immer gesund heimkomme. Und das ist für mich, ich fahre in die Kirche, ich wohne zwar bloß da oben, aber ich fahre immer das ganze Jahr mit dem Fahrrad, ob Sommer oder Winter. Und das ist für mich ein tolles Fahrzeug. Und ich bin ganz, ganz dankbar, dass ich immer wieder gesund heimkomme. Und dafür bitte ich auch um Segen Gottes. Den hat an diesem Abend wirklich jedes gekommene Fahrzeug erhalten. Für eine gesegnete Reise oder Sommerzeit auf all den unterschiedlichen Wegen der Gläubigen. Fahrradfahren ist natürlich bei schönem Wetter sowieso das Beste. Eine gute Fahrt wünschen wir auch allen, die sich in den kommenden Wochen auf den Weg in den Urlaub machen. Und dazu gehören auch unsere Pfarrer. Auch sie brauchen eine Auszeit. Wir waren neugierig und haben uns umgehört, wo und wie der ein oder andere Erholung sucht. Berge oder Meer, Kultur oder Sport. Lassen Sie sich überraschen.
Als erstes werde ich für 8 Tage nach London fahren und dann ja, im selben Umfang noch zu Hause bleiben, einfach zur Erholung. Ich werde meinen Urlaub Mitte August antreten und freue mich aber jetzt schon so richtig drauf. Mein Urlaub ist eigentlich relativ unspektakulär. Ich nehme mir immer so viel Zeit, um zu lesen, um auszuschlafen und dann aber auch, um Freunde zu treffen. Mein Freundeskreis ist ziemlich verstreut, so in ganz Süddeutschland. Und insofern freue ich mich da jedes Jahr drauf, wenn man dann so eine kleine Tour macht. Manche besuchen mich, andere besuche ich. Und genau, also von dem her lesen, entspannen, ausschlafen und Freunde besuchen. Zunächst mal fahre ich im August zum Weltjugendtag nach Lissabon. Es ist ja eine stattliche Gruppe aus der Diözese Augsburg auch mit dabei. Ist wahrscheinlich nicht ganz Urlaub, aber ich glaube, mir tut es auch gut, die Vitaminspritze von jungen Leuten genießen zu dürfen. Und dann Ende August geht es dann wie alle Jahre nach Meran, nach Südtirol zum Wandern. Und da freue ich mich auch schon riesig drauf. Da vertiefe ich meine Gedanken, komme auch auf ganz neue Ideen. Das ist, denke ich, was Typisches für Urlaub. Aber ansonsten auch körperliche Betätigung, nur nicht irgendwelche waghalsigen Aktionen. Oder wenn es zu sportlich wird, dann bin ich auch nicht mehr dafür zu haben. Wenn ich zum Wandern gehe, erklimme ich keine großen Gipfel, sondern bleibe möglichst ebenerdig unterwegs. Aber auch das tut gut. Ich bin mehr der Kulturtyp. Und erfülle mir dieses Jahr eine lang ersehnte Reise. Ich werde von Edinburgh bis Dublin, von Schottland bis Irland durchreisen und mir dann keltische Spuren anschauen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Schlummert das schon lange in Ihnen? Also Schottland ist schon lange ein Wunschziel, ja. Ich werde wahrscheinlich mit dem Radl unterwegs sein, das mache ich ganz gern. Und da mehrere Tage von Etappe zu Etappe dann fahren. Meistens sind es so ein paar hundert Kilometer. Das ist was ich wirklich gern mache und auch alleine mache, weil das bringt mich wirklich so auch raus. Und da kann ich mich auspowern und sehe was Neues und da freue ich mich drauf. Bei mir geht es dieses Jahr nach Berlin. Ich besuche einen Freund, mit dem ich zusammen in Bonn damals studiert habe und dass wir uns endlich mal wieder treffen und ja, einerseits die Schönheit der Stadt zu sehen, aber Berlin hat auch, das weiß man gar nicht, viel wunderbares Land drumherum und das schauen wir an. Es ist soweit. Der Weltjugendtag in Lissabon steht vor der Tür. Hunderttausende junge Christen aus fast 200 Ländern der Welt treffen sich in den kommenden Tagen an der portugiesischen Atlantikküste, um gemeinsam mit Papst Franziskus ihren Glauben zu feiern. Mit dabei sein werden auch mehrere Busse aus dem Bistum Augsburg und natürlich auch ein Team von Katholisch 1 TV. Portugals Hauptstadt Lissabon ist bereit für den 37. Internationalen Weltjugendtag. Ein Glaubensfest der Superlative. Und auch für Katholisch 1 TV heißt es Koffer packen. Auf uns warten 6 spannende Tage, vollgepackt mit Atmosphäre, Energie und Glaubenskraft. Ohne Technik läuft bei uns nichts. Nur Kamerastativ und Licht bringen den Weltjugendtag 2023 zu Ihnen nach Hause. Von Dienstag bis Sonntag berichten wir auf unserer Homepage Katholisch 1 TV, auf YouTube und Facebook direkt aus Lissabon. Und schauen Sie unbedingt auch bei Instagram vorbei. Jemand noch nicht in Weltjugendtagsstimmung? Mit dem offiziellen WJT-Song? Ganz bestimmt. Wir sind inzwischen bei Benjamin Ehrlich zu Gast. Er war schon Teilnehmer beim Weltjugendtag in Rom, in Köln, in Madrid war er. Jetzt ist er Teamleiter für die Kurzfahrt, also auf der anderen Seite. Hallo, Benjamin. Wir haben gerade gemeinsam in den Weltjugendtag-Song reingehört. Welche Gefühle ruft er denn bei dir hervor? Das ist das erste Mal, als ich den gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, krass, wie professionell. Und da kann man gar nicht anders, als sich sofort anmelden. Und das wäre auch mein Weg gewesen als Teilnehmer, weil er einfach so impulsiv ist und die Begeisterung der Jugendlichen sofort transportiert. Und das ist
Ja, das ist einfach so im Vorfeld des Weltjugendtags. Man weiß nie, auf was man sich letztlich einlässt. Aber dann kommen so die Bilder, Rhythmen, Melodien der früheren Weltjugendtags-Songs und das, was man erlebt hat zu der Zeit, mit den anderen vielen hunderttausend Jugendlichen. Und es ist einfach nur noch Gänsehaut und Vorfreude dann da. Jetzt bist du 37. Ich habe es gerade erklärt, viele Weltjugendtage hast du mitgemacht. Was fasziniert dich so an diesem Weltjugendtagskonzept, dieser Idee, vielleicht auch im Vergleich zu anderen katholischen Jugendfestivals? Es ist einfach noch mal mehr XXL. Also die Weltkirche kommt wirklich zusammen, stellvertretend für die vielen anderen Jugendlichen, die auf dieser Welt unseren Glauben teilen und leben, sind Hunderttausende in einer Stadt versammelt. Absolut friedlich. Ich war öfter in Rom oder bei kleineren Veranstaltungen, auch von jungen Gemeinschaften der Kirche. Das ist auch immer cool. Aber der Weltjugendtag, der sprengt das einfach immer. Also man kann da nichts machen. Das ist einfach schon allein die Masse der Menschen, die den gleichen Weg haben, die das gleiche Interesse teilen, sind alle da und es ist bombastisch. Jetzt bist du quasi auf der anderen Seite. Wie unterscheidet sich das für dich? Auch vom Organisatorischen, weil ich glaube, es kommen ganz viele junge Leute mit vielen Fragen auf dich zu. Du musst viel organisieren. Ja, einige von uns sind seit Jahren an der Organisation. Wir so knapp ein Jahr, wo wir uns wirklich ganz intensiv Gedanken machen und ständig Treffen vorbereiten. Das ist auch das, was die Jugendlichen dann merken, wenn man selber gut vorbereitet und geerdet ist, dann freuen die sich und denken, ja, ich habe wen dabei, auf den kann ich mich verlassen, egal was ist. Und genau das ist eigentlich das, wofür ich da sein will für die Jugendlichen, dass die sich ganz in dieses Erlebnis Weltjugendtag reingeben können, ohne sich zu viel Gedanken machen zu müssen, wie kann das überhaupt funktionieren, dass ich nicht in dieser Masse an Menschen untergehe und da nichts mehr bleibt, sondern ich wirklich ganz aufgehe und diese Freude erlebe, die ich auch in den Videos sehe von Weltjugendtagsliedern und so weiter, dass das auch auf mich überschwappt. Und das ist das, wofür ich im Background auch da sein will für die Jugendlichen, dass sie da jemanden haben, wo sie sich anlehnen können und sagen können, ja, das ist jetzt meins. Was sind denn die drei wichtigsten Sachen? Wir haben hier schon ein paar Sachen liegen, die man bei einem Weltjugendtag braucht. Sich selber und die Offenheit, das ist, glaube ich, das Allergrößte, weil Equipment, das kriegt man. Man hat immer ein Pilgerpaket, das man natürlich vor Ort bekommt. Da ist meistens ein Rosenkranz dabei, die Weltjugendtags-T-Shirts bekommt man. Das ist mit ein Ding, wo ich sage, das muss sein, weil auf so einem Weltjugendtags-T-Shirt kann man sich dann verewigen. Das gehört natürlich immer dazu. Ansonsten noch der Rosenkranz. Weil es auch so eine Schnur ist, an die man sich festhalten kann und die auch einen Rhythmus mit reinbringen kann, wenn man dieses Gebet vielleicht zum ersten Mal kennenlernt am Weltjugendtag und dann für sein Leben als ja, großen Gewinn einfach entdeckt. Das ist so eine Sache, die ist, glaube ich, mit dem Weltjugendtag auch eng verbunden. Das heißt, also mal selber seine Offenheit, genau. Genau, der Rosenkranz. Ja. Und das T-Shirt, ja, als Wiedererkennungszeichen. Genau. Ich wünsche dir eine gute Reise, eine ganz tolle Zeit in Lissabon. Wir werden uns treffen in Lissabon, ich gehe davon aus. Und Sie sehen uns beim Weltjugendtag in Lissabon mit allen Berichten, mit allen Interviews, allen Reportagen, natürlich hier bei Katholisch 1 TV. Bei uns wächst die Aufregung vor dem Weltjugendtag. Unser Team wird jeden Tag aus Lissabon berichten. Ich empfehle einfach immer wieder auf unserer Homepage oder den Social-Media-Kanälen, also Instagram und Facebook, reinzuklicken. Und wir klicken jetzt zu den Kurznachrichten der Woche. Vertreter der römischen Kurie und der deutschen Bischofskonferenz, darunter auch Augsburgs Bischof Bertram Mayer, haben sich am vergangenen Mittwoch im Vatikan getroffen. Die Begegnung war eine Fortsetzung des Dialogs, der während des Ad Limina-Besuchs der deutschen Bischöfe im November 2022 begonnen wurde. Damals war bei dem Treffen vereinbart worden, dass die theologischen Fragen und die Fragen, die insbesondere beim synodalen Weg zutage getreten sind, weiter besprochen werden müssen. Die Begegnung verlief laut einer Pressemitteilung der Deutschen Bischofskonferenz
in einer positiven und konstruktiven Atmosphäre. Weitere Treffen werden folgen. Es ist nicht zu übersehen. Die Basilika St. Ulrich und Afra ist eingerüstet bis zur Kirchturmspitze. Die Renovierungsarbeiten sind umfangreich, auch wenn die Statik insgesamt nicht betroffen ist. Es geht darum, schadhafte Stellen im Putz auszubessern und dann die Farbe wieder neu zum Leuchten zu bringen. Das ist eigentlich alles, aber das ist schon viel genug und auch teuer genug mit etlichen Millionen aufgrund der großen Fläche und der Größe des Bauwerkes. Bis zum Spätherbst wird ein Teil des Gerüsts wieder abgebaut. Der Rest wird bis zum kommenden Sommer oder Herbst stehen bleiben. Das gesamte Bauvolumen beträgt rund 4,6 Millionen Euro. Von der Kirchenstiftung müssen rund 700.000 Euro aufgebracht werden. Die Maßnahme kostet etliche Millionen Euro, wovon öffentliche Träger und vor allem die Diözese sehr viel übernimmt. Aber auch als Pfarrei müssen wir viel Geld dafür bezahlen und sind natürlich dankbar um jede Unterstützung finanzieller Art, damit dieses Wahrzeichen Augsburgs und auch der Diözese wieder neu glänzen kann. Bei den Arbeiten wird auch auf die Turmfalken und Zwergfledermäuse Rücksicht genommen, die die Türme bewohnen. Bei der Benefizveranstaltung Best of Schulwerk haben über 300 Schülerinnen und Schüler Spenden für schwangere Frauen und Familien in Not gesammelt. Die Erlöse des Konzertabends in Höhe von 2.300 Euro gehen an den Bischöflichen Hilfsfonds Pro Vita. In diesem Rahmen wurde auch der Petrus-Canisius-Preis für Schüler verliehen, die sich in besonderer Weise für die Schulgemeinschaft an einer katholischen Schule eingesetzt haben. In diesem Jahr gab es 3 Preisträger. Ausgezeichnet wurden die Maria-Ward-Realschule Augsburg für ihren Adventsbasar unter dem Motto Miteinander, Füreinander. Die Maria-Ward-Schule Kempten für ihre Compassion-Projekte, mit denen alte, kranke, einsame und finanziell schlechter gestellte Menschen nicht aus den Augen verloren werden. Und die Fachakademie für Sozialpädagogik Maria Stern Augsburg, zum einen für ihre Unterstützung des Vereins Eins Mehr, einer Begleitung von Erstlesern, und zum anderen für die Aktion Nachbarschaftshilfe. Der Petrus-Canisius-Preis erinnert an den einstigen Domprediger und wird seit 2012 jährlich vergeben. Und das waren die Nachrichten im Überblick. Wir machen jetzt weiter mit der Verabschiedung von Diakon Norbert Kugler. Er hat mit seinem Team die Trauerbegleitung im Bistum Augsburg aufgebaut und 27 Jahre lang geleitet. Außerdem blicken wir zusammen mit Herrn Braun in den Weltraum, denn er ist diese Woche wieder auf der Suche nach dem Glauben. 1995 hat Diakon Norbert Kugler ein kirchliches Modellprojekt zur Begleitung trauernder Menschen entwickelt. Daraus ist schon lange ein eigener Fachbereich geworden. Seinen Abschied, der eigentlich schon im Februar war, wollte er nicht nur mit Essen, Blumen und ein paar Worten feiern, sondern inhaltlich noch mal richtig eintauchen. Deshalb hat er einen Studiennachmittag mitorganisiert. Das Thema: jede Menge Leben um den Tod. Wir waren vor Ort im Exerzitienhaus in Leitershofen. Jede Menge Leben um den Tod. Ein auf den ersten Blick etwas befremdlicher Titel für einen Studientag. Aber treffend. Denn der Tod ist ein gegenwärtiges Zukunftsthema. Die Sterbe- und Trauerkultur wird von der jungen Generation neu definiert. Auch hier ist ganz viel Selbstbestimmung mit im Spiel. Und so ging es um normale sowie pathologische Formen der Trauer. Es ging um Trauerangebote, die auch dem Zeitgeist unterliegen. Die Kirche bzw. die kirchliche Trauerbegleitung sieht sich herausgefordert durch alternative Angebote und hat vielleicht trotzdem mehr zu bieten. Wir haben sehr viele neue Aspekte aufgedeckt bekommen durch den Professor Rupert Scheule, dass eben Trauerbegleitung sehr, sehr bunt ist. Aber auch, was uns nochmal gezeigt worden ist, dass Trauerbegleitung oder wir auch von der Stelle her nochmal politischer sein dürfen, ja, um zu zeigen, hey, wir als Kirche haben einen wichtigen Bestandteil in der Gesellschaft, um dieses Thema wachzuhalten. Das Seminar war das eine an diesem Tag. Das andere war die Verabschiedung des Leiters der Trauerbegleitung Norbert Kugler in den Ruhestand. Jahrzehntelang war er der Motor und Ideengeber der Trauerbegleitung. Im Februar hat der neue, andere Lebensabschnitt begonnen. Norbert Kugler hat im Laufe der Jahre viele Menschen beraten. Er hat ihnen zugehört, wenn alles dunkel erschien. Er konnte helfen und verstehen, wie das ist, weil er es selbst einmal erlebt hat, in der eigenen Familie. Und er konnte Kraft schöpfen aus seinem Glauben und diese Kraft weitergeben. Beim gemeinsamen Gottesdienst ging es um die kleine, große Bitte: Vergiss mich nicht, erinnere dich.
Das Lied dazu passend, Memories aus dem Musical Cats und ein paar Blumensamen des kleinen Vergissmeinnicht. Nach Gottesdienst und dem Segen durch Pfarrer Michael Sauler blieb noch Zeit für den geselligen Teil des Tages. Die vielen, oft langjährigen Weggefährten stellten sich in einer Reihe nach Jahren der Zusammenarbeit geordnet auf. Viele waren gekommen, einerseits zum Seminar, aber auch für Norbert Kugler. Ich bin einfach schon weiterhin in der Begleitung trauernder Familien, also auch in Akutsituationen, und bin natürlich vorher im bunten Kreis schon tätig gewesen und bin auch jetzt noch weiterhin im bunten Kreis und ja, ganz viel Schulungs- und Seminararbeit. Norbert Kugler geht, die Arbeit geht weiter und auch er wird sich weiter um Menschen kümmern. Das steckt wohl in ihm drin und das ist ziemlich gut so. Bis wohin schauen wir eigentlich, wenn wir in die Sterne schauen? Was war vor dem Urknall? Und kann man an Gott glauben und gleichzeitig auf die Erkenntnisse der modernen Wissenschaften vertrauen? Das sind die Fragen in unserer neuen Folge Herr Braun sucht den Glauben. Und um Antworten darauf zu finden, ist Herr Braun nach St. Ottilien gefahren und hat dort Bruder Josef Götz und die Sternwarte besucht. Ich bin Bruder Josef Götz. Ich bin Gymnasiallehrer für Mathematik, Physik und Religion hier in St. Ottilien. Lebe hier in St. Ottilien seit über 40 Jahren und bin begeisterter Sterngucker und Beobachter der Geschehnisse in der Kosmologie. Der Blick in den Himmel und in die Sterne fasziniert mich immer wieder. Diese unendlichen Weiten, muss das nicht alles von einem Gott geschaffen sein? Oder haben Naturwissenschaft und Religion letztlich gar nichts miteinander zu tun? Ist Gott da irgendwo im Kosmos? Ich hoffe, Vater Josef kann mir bei meiner Suche etwas weiterhelfen. Wahnsinn, Vater Josef. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich sehe noch nicht so viel. Herr Braun, wir müssen die Kuppel noch öffnen. Stimmt. Das war mein Fehler. Sie sehen schon, mit Technik kenne ich mich nicht so gut aus. Ne? Ja, die machen wir nachher auf, wenn es noch ein bisschen dunkler ist. Und dann kann ich mit diesem Teleskop ins Weltall schauen. Und wie weit? Wie weit geht das? Bis an die Grenzen des Universums. Diese Dimensionen, ne? Was macht das mit Ihnen? Also ich meine, da... Es ist ja unvorstellbar und der Mensch oder auch hier so die Erde, wir werden ja da, das schrumpft ja zu nichts zusammen. Ja, ja, ja. Wie erleben Sie das? Was heißt das für Sie? Ja gut, ist zunächst einmal die Realität, in der wir leben. Und das relativiert, denke ich, auch unser Wirken und würdigt es, denke ich, auch und stellt es einfach in rechtes Licht. Also ich denke, es ist wichtig, sich dieser Dimensionen bewusst zu sein, weil ja auch unser Leben, unsere Natur, unsere Schöpfung in ein Großes und Ganzes einbettet. Mhm. Und wir sind Teil davon. Also es macht es nicht bedeutungslos? Ich könnte auch diese Folge ziehen, dass ich sage, mein Gott, das ist ja angesichts dessen, ist ja völlig wurscht, was ich hier auf der Erde mache oder was hier passiert. Also es gibt viele Menschen, die ziehen diesen Schluss. Auch aus anderen Beobachtungen in der Biologie. Der Mensch ist nur Zufall und Notwendigkeit. Ein Versehen am Rande der Schöpfung gewissermaßen. Nein, ich denke, mein Leben hat einen anderen Sinn. Das denke ich aus ganz anderen Quellen, also zu Deutsch aus der Theologie, aus dem Glauben heraus, erklärt werden kann. Und das dann auch eingebettet ist in diese Schöpfung. Es macht es nicht sinnlos. Aber man kann auch dann mit größerer Ehrfurcht und Respekt, denke ich, auch die Schöpfung betrachten. Können wir die Kuppel vielleicht jetzt mal öffnen? Freilich. Dann sehe ich vielleicht auch wirklich was. Ja, das machen wir. Ui, ist das, was ich da jetzt sehe, ist das der Mond oder was? Ja, das ist der Mond. Der Mond. Sie sehen die Krater? Ja. Sie sehen der Staub, der um die Krater über
viele, viele, viele Kilometer verteilt. So, müssen wir mal sauber machen, stimmt. Jetzt ist ja dieses ganze Universum, Kosmos, mit diesem sogenannten Urknall entstanden. Und davor? Kann die Physik keine Antwort geben. Die Physik hat nur die Vorstellung von dem, was eben in Raum und Zeit existiert. Man kann sich höchstens vorstellen, dass es mehrere Urknalls gab, also dass es vielleicht wieder kollabiert ist und dann entsprechend wieder expandiert ist in einem weiteren Urknall. Also die Naturwissenschaft weiß nicht, was vor dem Urknall ist. Nein. Was sagt der Theologe, der Frater Josef, oder was glaubt er? Also ich bin überzeugt, dass das Universum und unser Leben einen Sinn hat, dass wir verwurzelt sind letztlich in Christus, in Gott, und es dem Ganzen auch einen Sinn gibt. Also mir geht es oft so, und da bin ich in der Tat so auf der Suche. Also meine Angst ist dann ein bisschen, dass wir da zu schnell so etwas wie Gott oder Sinn dann rein interpretieren. Aber vielleicht ist das ja alles nur ein, ja, wir wissen es nicht. Also ich will nicht Gott rein interpretieren, ich will auch nicht Gott erkennen in den Sternen. Ich will nur meine physikalische Existenz in die komplette, in die gesamte physikalische Existenz des Kosmos, wie auch die der Menschheit natürlich, einordnen. Aber dass der Mensch ein Herz hat und mit den Augen des Herzens sehen kann, mit den Augen des Herzens Dinge fühlen kann, wie Nächstenliebe, wie Glaube, wie Hoffnung, wie, sagen wir mal, eine sinnvolle Ordnung auch in einem gesellschaftlichen Leben. Ich denke, das kann schon der Glaube beschreiben, den man natürlich pflegen muss. Mir geht es natürlich auch oft so, dass ich Zweifel habe. Mir geht es natürlich auch so oft so, dass ich vieles hinterfragen muss. Aber ich brauche dann auch jeden Tag immer wieder eine gewisse Zeit, wo ich durch Lektüre, Spaziergänge. Ich wollte mal fragen, wie komme ich, jetzt frage ich nicht mehr den Naturwissenschaftler, sondern den Frater, wie komme ich dahin zu diesem Grundvertrauen, zu diesem. Also da gibt es kein Rezept dafür, aber es ist wie eine Pflanze, die muss man halt gießen. Die Pflanze braucht Raum, um wachsen zu können, um Wurzeln schlagen zu können. Ich kann meine Wurzeln gut schlagen, wenn ich zum Beispiel zweimal am Tag eine halbe Stunde habe oder ein passendes Buch zu dem Thema lesen kann. Ein theologisches Buch, die Bibel, spirituelles Buch, ein psychologisches Buch und aber auch, sagen wir mal, ein Buch, was die Schöpfung beschreibt, also die Physik. Mhm. Und das sind zwei Seiten einer Medaille, die das Ganze beschreiben. Nicht? Galileo Galilei hat in dem sehr traurigen Konflikt, in dem er verwickelt war, am Schluss seines Lebens gesagt, die Physik beschreibt, wie die Schöpfung funktioniert und oder wie der Himmel funktioniert, wie er gesagt hat. Und die Theologie beschreibt, wie ich in den Himmel komme. Es sind also zwei verschiedene Sphären, die komplementäre Realitäten beschreiben. Pater Josef, ganz herzlichen Dank. Gerne. Eine Freude, Sie hier zu haben. Es war gutes Wasser auf die zarte Pflanze des Glaubens bei mir. Ich schaue noch ein bisschen den Mond an. Gern. Einfach beeindruckend, diese Schönheit des Universums. Da muss man doch fast glauben, oder? Ach ja, und dann schickt mir Gott doch noch eine kleine Botschaft. Hey, Herr Braun, kümmere dich mal nicht so viel um die Sterne. Kümmere dich lieber mal um die Batterie von deinem Auto. Das war's für heute. Nächste Woche gibt's dann ganz viel Weltjugendtag. Unser Team berichtet jeden Tag aus Lissabon. Und dann gibt's am kommenden Sonntag die große Zusammenfassung in unserer Sendung. Bis dahin eine schöne Woche, auch oder erst recht, wenn Sie daheim bleiben. Denn zu Hause ist doch eh am schönsten. In diesem Sinne, einen angenehmen Abend. Tschüss.